Ja, grüß euch. Ich bin Austrian Bushman und möchte mit euch heute die östliche Smaragdeidechse suchen. Hier im Gebiet von Carlos ein bisschen Wildung. Also bleibt dran. Früher haben wir jetzt auf den Weg gemacht, weil die östliche Smaragdeidechse ja eigentlich tagaktiv ist und hauptsächlich ihre Aktivitäten in den Morgen- und Abendstunden sind. Die ideale Lebensraum für diese Tiere ist eigentlich Ginster und Steppenheiden, halbtrockene Waldränder sowie bewachsene Weinberge. Dort fühlen sie sich am wohlsten und das sind auch meistens Südost-, Südwesthänge. Am meisten halt, was mit Süden zu tun hat. Diese Tiere wissen eben, was gut ist und sie lieben die Sonne. Sie sind nämlich wechselwarm. Das brauchen sie zum Verdauen. Also wenn die was fressen, müssen sie in die Sonne gehen, legen sich dann dorthin und dann verdauen sie ihr Insekt oder die kleine Maus, was sie gerade gefressen haben. Schnecken auch. Ja, was essen eigentlich so Smaragdeidechsen? Also eigentlich essen sie Insekten, Spinnentiere, Schnecken und auch kleine Säugetiere, so wie Babymäuse oder was. Die Smaragdeidechse ist eine relativ große, aber schlanke Eidechse, die ein Sechstel bis zwei Drittel aus Schwanz besteht. Ja, das Interessante an diesen Tieren ist auch die Färbung. Die erwachsenen Tiere sind hell bis dunkelgrün, mit einem türkisen Kehlkopf meistens. Und Jungtiere sind braun, bräunlich gefärbt, bekommen erst nach einiger Zeit die grünliche Färbung. Und man kann Männchen und Weibchen eigentlich nur daran unterscheiden, dass Männchen haben schwarze, ornamentartige Flecken am Rücken und die Weibchen in Streifen. Ich hoffe, ich finde noch ein paar erwachsene Tiere, um euch das zu zeigen. Im Moment schwitze ich mal die Eier ab. Es wird jetzt gerade ziemlich heiß, aber ich glaube, das ist gerade optimal, um solche Tiere zu finden. Schauen wir mal weiter. Ja, die Fressfeinde dieser Tiere sind Schlangen, vor allem voran die Schlingnatter, die auch österreichische Natter genannt. Kommt auch hier sehr oft vor, ist aber auch schon von, also stark gefährdet, noch nicht vom Aussterben bedroht, das ist eine andere Definition. Dann von Greifvögeln und deswegen haben auch die Eidechsen oder viele Reptilien zwischen den Augen ein Scheitelauge, nennt man das. Das ist einfach nur eine Schuppe, die keine Farbe hat und lässt nur hell und dunkel durch und da können sie erkennen, ob ein Greifvogel sich naht oder nicht. Und wenn man da jetzt mit einem Schatten drüber fahrt, flüchten diese Tiere. Dann sind eigentlich auch noch Säugetiere, so wie Marderfüchse, aber auch die kleine Spitzmaus frisst die Jungtiere dieser schönen Eidechse. Böse Maus. Ja, ich hoffe, dieses kleine Tierfilmchen hat dir gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, außer ein Bushman scoutet, kocht oder sonst irgendwas. Egal, Hauptsache du bist dabei. Bussi Papa.